Frohe Ostern, meine lieben Aktienfreunde. Hier ist euer Osterhase mit zwei Überraschungseiern für euch, nämlich zwei KI-Aktien, die noch nicht überbewertet sind. Mein Name ist Thorsten Tiete, geht es ums langfristige Investieren. Ich bin der Gründer des Aktienfinders. Ich behaupte ja, dass wenn du ein diversifiziertes Depot dein eigen nennst, bereits KI-Aktien in deinem Depot hast. Und das möchte ich dir zunächst mal zeigen, weil es ein häufiges Missverständnis ist, was KI-Aktien sind, beziehungsweise ich möchte zeigen, dass KI sehr viel größere Chancen für dich als Aktionär bietet, als du jetzt vielleicht annimmst. Wir haben hier einen Artikel veröffentlicht bezüglich KI-Aktien, auch ganz neu parallel zu diesem Video, lege ich dir ans Herz. Da sind auch 30 Aktien drin in einer wunderschön formatierten Tabelle hier von KI-Profiteuren hier. Und zwar haben wir die eingeteilt in drei Phasen. Und das ist wichtig fürs Verständnis, wie du als Aktionär von KI profitieren kannst. Die erste Phase, das sind Unternehmen drin, die du sicherlich kennst. Nvidia ganz vorne mit weg. Das sind die Halbleiterhersteller, ohne die KI-Software nicht laufen würde. Aber auch die sind schon breiter aufgestellt, als der ein oder andere glaubt. Nvidia beispielsweise ist Kunde von TSMC als Auftragsfertiger. TSMC wiederum ist Kunde von ASML, Besi, Klar und anderen. Die TSMC, die Maschinen liefern, auf denen dann TSMC die Hardware beispielsweise für Nvidia produziert. Das sind die grundlegenden Hardwarehersteller. Ohne die gäbe es keine KI-Software. Dann haben wir hier die KI-Infrastruktur, nennen wir es mal, in Rechenzentren beispielsweise, aber auch die KI-Basissoftware. Die Rechenzentren, hier Amazon als führender Cloud-Anbieter, aber auch Alphabet und Microsoft groß im Geschäft und im Kunden-Business-Segment, auch Salesforce, SAP, Oracle oder Basis-KI-Software wie Google Gemini von Alphabet oder ChatGPT ist mit Microsoft im Bett und dann laufen ja hier immer noch die Daten durch die Gegend im Internet. Davon sollten auch Unternehmen wie Arista oder Cisco beispielsweise profitieren. Das ist nämlich erst die Basis-KI-Software und die Basis-KI-Infrastruktur, wenn man das so will. Und dann, was die wenigsten eigentlich noch auf dem Schirm haben, auch KI-Profiteure, nämlich die Unternehmen, deren eigentliches Geschäftsmodell nichts mit KI zu tun hat, die aber KI verwenden können, um ihre Geschäfte oder um ihr Geschäftsmodell effizienter zu gestalten oder vielleicht sogar zu revolutionieren mit neuen Funktionen. Nehmen wir Tesla hier, die ihren Autos das selbstständige Fahren beibringen mit KI, oder Uber, bessere Streckenfindung oder bessere Verwaltung, Rufen von den eigentlichen Fahrern zum Ziel, oder hier Spotify, bessere Playlists, Meta, besseres Ausspielen von Werbung, ADP, und ADP zeige ich dir jetzt genau. An der Stelle noch ganz wichtig, keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlung. ADP ist so ein altbackenes Unternehmen, kommt einem jedenfalls so vor, sogar ein Dividendenaristokrat, vor 50 Jahren schon Dividende gesteigert am Stück. Aber ADP ist nicht nur ein Personaldienstleister, das sind auch ein Software-as-a-Service-Unternehmen mit über 90% wiederkehrenden Umsätzen, mit einer sehr starken Kundenbindung. Und sie haben über 40 Millionen Mitarbeiter, die quasi verwaltet werden über Software von Automatic Data Processing. Also nicht Mitarbeiter, sondern Arbeitnehmer. Und wir haben hier zwei Segmente und wir haben hier ein Segment, dieses grüne, das Hauptsegment. Da wird ADP Software eingesetzt von den jeweiligen Softwareabteilungen, von den jeweiligen Personalabteilungen in den Unternehmen, die Kunden von ADP sind. Und dann wird es teilweise aber auch komplett ausgelagert, die Personaldienstleistung an ADP. Da wird die gleiche Software verwendet von ADP, aber von ADP-Mitarbeitern, weil die Kunden haben ja keine HR-Abteilung mehr. Und hier sind die Margen etwas niedriger als in dem Bereich, weil dieses Outsourcing-Segment, wenn ich es mal so nennen möchte, ist natürlich personalintensiver. Und da kommen wir auch schon zu einem Potenzial, Effizienzpotenzial von ADP, nämlich
im Rahmen der Automatisierung. KI kann eingesetzt werden von Unternehmen, die IT-affin sind, und Automatic Data Processing ist IT-affin, um ihre Prozesse effizienter zu gestalten, insbesondere auch durch Automatisierung, beispielsweise in der Gehaltsabrechnung, bei der Compliance, in der Verwaltung von Rentenansprüchen, aber auch nicht nur Automatisierung, auch durch Chatbots beispielsweise, wäre dann ja in beiden Bereichen stark Chatbots, aber auch man kann KI benutzen, um die Produkte nicht nur effizienter zu gestalten, sondern auch zu verbessern. Beispielsweise Datenauswertung, Data Mining als Unterdisziplin von KI für Betrugserkennung, für falsche Krankmeldungen beispielsweise. Aber auch, man kann das Gehaltsmanagement verbessern, man kann die Gehälter miteinander vergleichen, auch über unterschiedliche Unternehmen in der gleichen Branche für die Personalabteilung dann, also in diesem Segment hier, um dann zu gucken, okay, wie viel muss ich dem Mitarbeiter anbieten, um konkurrenzfähig zu bleiben, aber auch nicht das Unternehmen zu stark zu belasten. Auch in den Bereichen Fortbildung, Leistungsbeurteilung, bleiben wir bei der Fortbildung oder Karrieremanagement, was kann ich meinem Mitarbeiter anbieten, damit er auch zufrieden ist, damit aber auch das, was ich ihm quasi anbiete im Rahmen der Fortbildung, weil das kostet ja auch alles Geld, meinem Unternehmen selbst was bringt, solche Dinge. Und dann auch die Fluktuation im jeweiligen Unternehmen, das Software einsetzt, von ADP zu reduzieren. Also da ist vieles möglich und ich halte Automatic Data Processing für ein Unternehmen, das hervorragend aufgestellt ist, um seine Produkte noch effizienter zu gestalten und so von der KI zu profitieren. Und interessant wird das Ganze natürlich auch aus meiner Sicht jedenfalls, weil die Aktie noch nicht davongelaufen ist. Wir haben hier die Bewertung Pro rein hier und dann nehmen wir den fairen Wert, zeigen wir den mal an, out of the box, und dann zoome ich mal hier noch ein bisschen näher rein und dann sieht man hier, wir haben hier einen Seitwärtslauf seit längerem. Hier war die Aktie deutlich überbewertet, aber jetzt ist der Aktienkurs in die faire Bewertung reingelaufen. Wir haben hier momentan ein KGV von 29, was noch leicht Überbewertung entspricht, nämlich im Durchschnitt war die Aktie mit dem 28er KGV bewertet. Und wenn wir einfach mal hier out of the box an das Renditepotenzial nehmen, dann kämen wir auf ein Renditepotenzial von jährlich 11% bis zur Mitte 2026. Krummes Geschäftsjahr an der Stelle. Was auch interessant ist, wir haben jetzt hier ganz neu den Prognosekorridor. Und dieser Prognosekorridor, der visualisiert die Unsicherheit der Analystenschätzungen. Denn das hier in der Mitte, also das hier, ist ja der faire Wert basierend auf der Konsensschätzung. Aber es gibt natürlich Analysten, die das positiver oder etwas pessimistischer sehen. Und das zeigt hier der Prognosekorridor. Wenn wir jetzt die niedrige, also die pessimistische Schätzung quasi nehmen, dann haben wir nicht mehr 11% Renditeerwartung, sondern 10,1% Renditeerwartung, was ja immer noch okay wäre. Allgemein fällt hier auf, dass der Korridor relativ eng ist. Das heißt, dass die Vorhersehbarkeit des Geschäftsmodells relativ gut gegeben scheint. Nichtsdestotrotz, ich denke schon mal, der ein oder andere wird bei einem Gewinnwachstum von um die 10% im Jahr noch nicht bereit sein zu sagen, ich kaufe die Aktie zu dem Preis. Der kann natürlich hier auch ein Kauflimit setzen, beispielsweise bei 225 US-Dollar. Und dann hätte man eine Renditeerwartung auf der Konsensschätzung basierend von bereits 16%. Ich habe übrigens auch, glaube ich, ja genau hier ein Kauflimit bei 225 US-Dollar eingegeben. Aber definitiv ist die Aktie noch nicht davongelaufen, beziehungsweise der Aktienkurs. Dann gucken wir uns mal die nächste Aktie an, das wäre Adobe, und ich glaube, die haben wir auch hier richtig. Hier ist Adobe, also auch ein KI-Profiteur der Phase 3. Adobe-Aktie kann man immer höheres Risiko, ein bisschen erhöhtes Risiko, aber auch hohe Chancen, weil bei Adobe, der Aktienkurs ist ja mal nochmal abgerauscht, als hier Sora die Runde machte. Das ist ein Videoerstellungstool, da kann man mit KI Videos erstellen. Und allgemein ist es so,
dass Aktionäre momentan oder der Markt etwas die Befürchtung hat, dass die teuren Produkte von Adobe eventuell weniger jetzt benutzt werden, weil man kann ja viel über die KI generieren lassen. Hierzu habe ich eine explizite Meinung. Wir haben einen Designer an Bord und wir haben auch schon KI geguckt, was mit KI alles so erstellbar ist bezüglich Designs. Wir sind selbst auch Kunden von Adobe, von der Adobe, ja, Cloud. Und wir sind zu dem Urteil gekommen, dass wenn man wirklich hochwertige, schöne Grafiken machen möchte, dann kommt man nicht drum herum, tatsächlich Adobe weiter zu verwenden, die Software weiter zu verwenden. Man bekommt sonst keine so spezifischen, schönen Layouts hin. Man kriegt dann irgendwas generiert und auch Adobe spielt damit, dass man was eingeben kann, ein glücklicher Aktionär mit viel Geld und dann putzeln da so Bilder raus, die kann man auch etwas konfigurieren. Aber Unternehmen, die hochwertige Inhalte erstellen möchten, die kommen nicht drum herum, weiterhin mit Adobe Software zu arbeiten, meiner Meinung nach. Adobe kann und tut es ja auch bereits, KI benutzen, um die eigene Software besser zu machen, beispielsweise um irgendwas rauszufiltern, was nicht im Bild sein soll, oder sogar irgendwas reinzubringen, was noch nicht im Bild ist. Und das ist auch, sieht auch absolut beeindruckend aus, was damit alles machbar ist. Und da wird KI eingesetzt, aber eben partiell. Der Designer arbeitet weiter mit Adobe Software und KI wird einfach nur eingesetzt, um das Arbeitsergebnis noch mehr zu verbessern. Aber dass KI komplett eingesetzt wird und den Designer quasi ersetzt, das sehe ich nicht. Im Gegenteil, ich sehe jetzt auch schon, wie die ganzen Hobby-Designer auf Twitter, also X, hingehen und dann quasi ihre KI-generierten Bildchen dann ihren eigenen Posts posten, um das aufzuhübschen. Und diese Schwämme, ich habe da schon, mir geht es jedenfalls persönlich schon so, einen KI-generierten Bilderüberdruss. Man erkennt irgendwie relativ schnell, ob es jetzt ein KI-Bild ist oder nicht. Und insofern sehe ich sehe mehr Chance als Risiko bei Adobe. Und der Aktienkurs hier, wenn wir jetzt auch wieder in den Fernwert gehen, hier pro Version, dann nehmen wir aber nicht den bilanzierten Gewinn, sondern den bereinigten Gewinn, der sich vom bilanzierten Gewinn in erster Linie dadurch unterscheidet über Mitarbeiteraktien, die dann ausgegeben werden. Für diejenigen, die sich fragen, ist der bilanzierte oder bereinigte Gewinn der richtige. Hier kann man nur den Cashflow drüberlegen, beispielsweise den operativen Cashflow. Und das sieht man, er orientiert sich deutlich mehr am bereinigten als am bilanzierten Gewinn. Und auch ganz interessant bei Adobe, aber auch bei ADP ist, dass der operative Cashflow und der freie Cashflow sehr nah beieinander liegen, weil eben diese Softwareunternehmen sehr wenig anlageintensiv sind, also auch wenig Investitionen bedürfen. Adobe schüttet keine Dividende aus, kauft dafür Aktien zurück wie verrückt. Man sieht, die Bilanz ist aufgepumpt mit zurückgekauften eigenen Aktien. Jetzt wieder zurück zur Bewertung anhand des bereinigten Gewinns. Ich blende den fairen Wert hier ein, das basierend auf dem bereinigten Gewinn. Und dann sieht man auch hier schön, wie die Aktie mal deutlich überbewertet war mit Kursen von $670. Momentan kostet die Aktie $511. Und nach der letzten, nennen wir es hier Sora-Korrektur, haben wir jetzt wieder eine Aktie, die fair bzw. sogar unterbewertet scheint, einen möglichen KI-Profiteur, der unterbewertet scheint, mit einem KGV von aktuell 30, also etwas teurer als Automatic Data Processing. Dafür ist auch das prognostizierte Gewinnwachstum höher, liegt so um die 13, 14% pro Jahr im Schnitt. Man sieht hier noch ein Ausrufezeichen über, also ein kleines Warndreieck hier, eingeschränkte Aussagekraft aufgrund geringer Anzahl Analysten. Nur noch ein Analyst schätzt das hier. Und hier haben wir noch 15 Analysten bis zum Geschäftsjahr, gegen Ende 2026. Diesen Fernwert nehmen wir dann auch, dann hätten wir ein Renditepotenzial hier bei Adobe von gut 20% berechnet mit einem durchschnittlichen 36er KGV. Auch hier kann ich mir vorstellen, dass der eine oder andere sagt, oh, das ist aber viel. Vor allem auch deshalb, weil, wenn wir hier den Prognosekorridor nehmen, da ist er schon etwas
breiter im Vergleich zu ADP. Wir haben also hier eine etwas höhere Unsicherheit bezüglich der Analystenschätzungen. Und wenn wir jetzt hier aber die niedrigere, pessimistische Prognose gehen, da hätten wir hier einen fairen Wert von 838 US-Dollar im Vergleich, von 790 US-Dollar im Vergleich zu 840 US-Dollar, wäre dann aber immer noch ein Renditepotenzial von 18%. Und hier können wir aber auch alternativ hingehen und das KGV auf 30 mal reduzieren. Und dann hätten wir hier aber immer noch ein Renditepotenzial basierend auf der, machen wir mal, negativen Analystenschätzung von immer noch 10,6%. Und da hätten wir dann auch einen Fernwert von 660 US-Dollar und den hatten wir ja sogar bereits schon hier getoppt Ende 2021. Also die Adobe-Aktie halte ich für sehr, sehr chancenreich bzw. erfolgversprechend. An der Stelle natürlich immer keine Kaufempfehlung, Verkaufsempfehlung auch nicht. So, das waren jetzt zwei KI-Aktien, die ich für chancenreich halte und nicht als überbewertet sehe. Wenn du noch mehr KI-Aktien möchtest für deine Inspiration, dann lege ich dir diesen Artikel hier nahe. Wir haben auch hier eine wunderbare Tabelle gemacht mit einer Liste unserer Top 30 KI-Aktien, wie du hier sehen kannst, inklusive Renditepotenzial. Ich bedanke mich an der Stelle jetzt mal fürs Zuschauen, wünsche noch frohe Rest-Ostern und dann bis zum nächsten Video. Ciao!